Haltet euch fest, denn heute gibt es die Top 5 der besten einen Tag lang in Minecraft-Videos. Falls ihr Bock auf mehr habt, lasst super gerne ein Like da, schaut das Video bis zum Ende und viel Spaß mit einen Tag lang im verlassenen Krankenhaus. Let's go! Wow. Wow, 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 wow. Alter, kannst du vergessen. Ich gehe da auf gar keinen Fall rein. Ich gehe da auf gar keinen Fall rein. Das ist eigentlich das Spieleparadies, was wir gesucht haben. Wow, Alter, da gehe ich nicht rein, bist du das war... Junge, da... Da ist sogar jemand da, da drin glaub, zockt jemand. Ich wirklich, das... Junge, ja, nein, rein, rum. Hast du noch nie diese Geschichten über dieses Krankenhaus hier gehört, Mann? Nein, ich glaube, der zockt da drüben. Xbox. Da oben geht die ganze Zeit Licht an. Ich will da nicht rein, Mann. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ich habe keine Ahnung, warum du mich hier überhaupt hingebracht hast, Mann. Ich hab da kein... Ah! Hör auf, mich zu schlagen. Der Verlierer geht rein. Okay, okay. Okay. Stein, Papier. Okay. Beere, Stein, Papier. Ah! Ich hab verloren. Aber geh du trotzdem rein. Bist du... Ich hab Schiere geschrieben. Es gibt ja keine Schiere. Wer von uns ist hier der Schisser, Mann? Willst ich du mich dachte, hier gerade... Guck mich mal, auf den Arm nehmen? Okay, ja, ja, ich hab keine Angst. Nicht so wie du. Ja, dann mach doch. Mach doch. Ihr habt keine Angst. Ihr habt keine Angst. Mach doch, mach doch. Ihr habt keine Angst. Ich guck von hier hinten zu. Hallo? 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 Und Lars? Ist da was? Ja, hier ist irgendein Automat kaputt. Ah! Ah! Alter, die Türen. Wie machst du die Türen? Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube, hier ist niemand. Okay. Ja, ist gut. Oh mein Gott. Oh. Wie geht dir das Licht einfach so auf und zu? Hier ist ein Geist, yo. Also, keine Ahnung, er sieht jetzt nicht unbedingt gruselig aus. Ach, verdammt, schon wieder nicht erschreckt. Ja, also ich bin wirklich nicht erschreckt. Ich bin nur eben erschreckt, weil hier das Licht irgendwie aus. Nein, du bist echt nicht so gruselig, Bro. Ich glaube, du müsstest eigentlich nochmal ein bisschen was bei deinem... Alter, das ist wirklich ein Geist. Das ist echt ein Geist, man kann da durchlaufen. Man kann einfach da durchlaufen. Abgefahren, Alter. Ja, also... Du hast uns eigentlich nicht erschreckt. Kannst du uns erklären, was er eigentlich... okay, anscheinend hat er keine Lust, uns das hier zu erklären. Schon seit 20 Jahren bin ich hier und habe noch nie jemanden erschreckt. Weißt du was, du musst ein bisschen was an deiner Taktik überdenken. Wie wäre es, wenn du dir eine Glatze... Oh, er hat eine Glatze. Ja, ich glaube, deine Tipps sind nicht so die besten, Lars. Du solltest vielleicht versuchen, dir eine Waffe zuzulegen. So aus wie eine Motorsäge oder sowas. Oder eine P99. Wenn ein Geist mit einer Knarre mir entgegenkommen würde, würde ich mir auch denken, yo! Stimmt allerdings, ja, so eine RPG oder so. Das wäre toll, wir treffen uns auf dem Dach, bis gleich. Oh, also müssen wir dem irgendwelche Tipps gleich geben, alles klar. Oh. Wo ist er hin so schnell? Okay. Weiß ich nicht. Was machen wir jetzt? Gehen wir aufs Dach hoch oder wie? Ja, lass einfach hochgehen. Okay. Aber... Ich bin gerade selbst nicht. Warum sind wir eigentlich nochmal hier? Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe. Jetzt probiert er uns schon wieder zu. Jetzt versucht er uns schon wieder zu verarschen, der Geist. Keine Ahnung. Und dieses Mal kriegt er uns nicht. Hä, das ist so einfach so Feuer. So, mein Gott! Einfach gekommen ist, gell? Was ist das? Entschuldigung, wir müssen nur kurz hoch, nur zum Ohr, zum Geist. Alter, der hat mich gerade eben so erschrocken. Ach, du heiliger Strohsack. Das gibt wieder einen Punkt für mich. Warum? Was hat er da für eine Liste? Ist das seine Einkaufsliste? Ich glaube, das ist seine Strichliste. Ich bin der beste Erschrecker der Welt! Der Geist kann mir gar nicht... Wo ist er? Wo geht der hin? Ein Phantom, das war kein Geist, Lars. Das war ein Phantom, ist das wirklich ein Unterschied? Ich kenne da keinen Unterschied. Hä, was hat er... Ich dachte gerade, das war der kleine Geist. Okay, alles klar. Der kleine Geist. Oh, guck mal, hier ist er. Also, wir haben uns hier heute versammelt, um ein paar Tipps zu geben. Guck mal, das fängt an zu leuchten, wenn man hier drauf geht. Schön, Roman, jetzt hilf doch mal dem kleinen Geist hier, los. Mach ein bisschen Licht hier. Wir können dir theoretischerweise heute ein bisschen helfen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass euch jetzt schon erschreckt. Das Phantom war richtig gemein zu uns. Das Phantom war echt, also ich muss sagen, ich habe mich wirklich ein kleines bisschen erschreckt eben, aber bei dir irgendwie nicht, weil du aussiehst wie so ein fliegender Marshmallow. Gruselgeistervilla. Er ist das Phantom, er spukt schon immer hier mit mir. Der sieht aus wie ein fliegender Marshmallow, der so unten an den Beinen geschmolzen ist, gell? Siehst du das? Ja. Er ist sehr gut im Erschrecken. Ich habe noch nie jemanden erschrecken können. Ja, deswegen sind wir heute hier, um dir ein bisschen ein paar Tipps zu geben und sowas. Deswegen, ja, jetzt fliegt der traurig weg. Oh. Okay. Aber was ist das da? Keine Ahnung. Oder so. Das Gruselrepertoire. Gruselrepertoire?
Gruselrepertoire. Hier sind einfach so Zombie-Köpfe drinne, Flint in Steel und ein Chicken-Plüschtier. Hey, Alter, mach doch mal das Ding weg. Warte mal, können wir das hier jetzt irgendwie anziehen? Ich bin da. Hey, ich hab hier einfach ein Chicken-Plüschtier, guck mal. Ein Chicken-Plüschtier? Ja, guck hier. Oh, Chicken. Ich hab ein Chicken-Plüschtier. Das ist so dumm. Dein Kuschel-Plüschtier. Das ist so unglaublich blöd. Wo ist eigentlich der Geist? Geist? Weiß nicht. Geist, wir haben uns jetzt hier ein bisschen was überlegt. Wo ist er? Geist? Ich glaube, er ist Geist. Weg. Oh, hey, da unten ist ich glaube, da ist er gerade ein bisschen rumgeflogen. Hä? Ey, ich glaube, der versteckt sich vor irgendwas. Ich weiß auch nicht, da unten läuft auch jemand gerade in dieses Ding rein. Hä? Hey, da hinten ist er. Lass, hinter dir. Wo, wie, was? Das Phantom ist da unten. Ach, du meine Güte. Hä? Oh mein Gott. Was macht der Typ da unten? Der hat irgendwie nach dem Phantom geschlagen, hast du gesehen? Er hat das Phantom, glaube ich, getötet. Der hat es verprügelt einfach. Nee, der hat es nicht getötet, oder? Das ist einfach wieder verschwunden. Solche Leute kann man nicht erschrecken. Das muss einer der Geisterjäger sein. Hä, Geist, wo warst du gerade? Wir wollten eigentlich hier dir was Cooles mitbringen. Hier, guck mal, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine coole Ente. Dann habe ich mich jetzt hier auch verkleidet wie ein Zombie und sowas. Wir müssen ihn erschrecken, sonst lässt er mich auch verschwinden. Oh oh. Ich glaube, der hat den tatsächlich gerade weggebracht. Ich glaube, der hat das Phantom tatsächlich gerade umgebracht. Oh oh. Das erste Mal in meinem Leben habe ich Angst. Hä? Okay. Pass auf, du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe hier dieses wunderkleine. Guck mal hier, ich habe dir hier ein kleines Plüschtier mitgebracht. Siehst du das? Ich stecke dieses Ding hier fest. Tja, da bist du jetzt selbst dran schuld. Guck mal, ich habe dir so ein kleines Plüschtier mitgebracht. Ach, das ist süß. Danke. Ja, vielen, vielen bitteschön. Gerne. Ist alles okay bei dir? Ja, ich muss diesen Block hier abbauen, damit ich hier wieder rauskomme. Okay. Aber ansonsten ist eigentlich alles in Ordnung. Wollen wir nach dem Typen gucken, der hier gerade eben mitgelaufen ist? Ja, lass mal nach dem Typen gucken und lass mal aber so verkleidet bleiben. Zieh dir mal was über den Kopf, Mann. Ne, so eine Socke oder sowas, weißt du? Ich habe keine Socke dabei, aber ich kann mir auch so ein Dings anziehen. So ein Zombie-Hat. Zieh dir ein Zombie-Hat an. Okay. Warte. Ah! Bist du erschrocken? Nicht so gut. Glaubst du, der ist ganz unten, Mann? Ich weiß nicht, wo er ist. Hallo? Herr Mr. Geisterjäger? Müsste eigentlich irgendwo hier. Da unten! Ich habe gerade seine Füße gesehen, Lars. Der kommt die Treppe hoch. Ich glaube, der kommt die Treppe hoch. Mr. Geisterjäger? Hallo, ist noch einer da von euch Geistern? Ich glaube, der kommt gleich die Treppe hoch, Mann. Ich schwör's dir. Denkst du? Der will locker aufs Dach hoch. Safe Call. Ja. Okay, cool bleiben. Da kommt der! Oh mein Gott, der kommt. Lauf hoch. Warte. Cool bleiben. Er läuft da unten irgendwo lang. Ja, der ist gerade an uns vorbeigelaufen. Ja, ich seh ihn. Du musst direkt weiterlaufen, sobald er dir entgegenkommt, okay? Brauchst du dich? Du kannst ja noch weiter runtergehen. Auf gar keinen Fall. Oh mein Gott, der kommt. Einfach weiter. Jo, da unten läuft. Ich glaube, er kommt. Lauf. Der kommt. Lass irgendwo eine Ecke setzen und den dann übelst erschrecken, okay? Glaubst du, der ist schon auf dem Dach? Nein, der kommt aber gerade hoch. Der kommt gerade hoch. Komm hier hinter. Nee, ich komm. Komm, schnell. Oh mein Gott, meine kleine Plüschente. Oh, ich hab die vergessen. Egal, lass. Du musst jetzt warten, du darfst sie nicht holen. Nein. Er kommt. Geh weg. Okay. 3, 2, 1. Ein Küken, oh mein Gott. Was? Was? Ey, der hat sich vor einem Küken erschreckt. Hä? Boah. Was? Er hat sich vor diesem Küken erschreckt? Wieso ein Dreiteufelsnamen ist der. Hä? Das ergibt gerade gar keinen Sinn. Warum ist er denn jetzt weggerannt davor? Ich weiß es nicht. Aber es ergibt auch irgendwie keinen Sinn. Mein Küken, ich hab dem kleinen Geist, habe ich das Küken hier. Ich weiß es auch nicht, um ehrlich zu sein. Wo ist er jetzt hingerannt? Wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich wäre fast runtergefallen. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, wahrscheinlich. Hey! Wir haben den eben. Wir haben den Geist. Wir haben es geschafft! Ja, wir haben den irgendwie in die Flucht geschafft. Wir wollten den eigentlich irgendwie erschrecken, aber so. Geschafft. Was? Wir haben endlich jemanden erschreckt. Ich habe jemanden erschreckt. Ja, das hast du echt gut gemacht. Das war eine tolle Sache, das hast du prima gemacht. Das ist toll, du kleiner fliegender Marshmallow, aber wir müssen jetzt eigentlich wieder los. Kann ich das Küken für die Zukunft behalten? Ich glaube, meinetwegen kannst du das Küken sehr gerne behalten. Vielen Dank!
Ja, bitteschön. Ja. Es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, hier die Geister kennenzulernen und jetzt ist er verschwunden. Oh Leute, das war ein richtig, richtig cooles Video. Kommen wir jetzt zu Ein Tag lang in einem Teufelskeller in Minecraft. Viel Spaß mit dem Video. Oh Mann, ich will nach Hause. Die Schule ist so langweilig, ey. Was ist? Roman! Was? Hey! Mann, guck mal, ich hab hier Klopapier. Oh, warte mal, ich muss leise sein. Willkommen zur letzten Stunde vor den Weihnachtsferien! Yeah! Woo! Oh, ich will endlich einfach nur heim. Ich hab eben schon voll getagträumt irgendwie ein bisschen. Zur Feier des Tages lernen wir heute noch den Satz des Pythagoras. Das ist doch keine Feier. Verdammt. Ja, ich finde auch, das ist irgendwie mega dumm ist so. Ich habe keinen Bock auf den Satz des Pythagoras. Und warum ist da die Küchenfrau? Was macht die da? Weiß ich nicht, aber die ist irgendwie gerade mit dem Stock hier reingekommen. Hey Roman, guck mal, ich habe Dings, ich habe Klopapier geklaut. Ah, wollen wir aufs Klo gehen, oder was? Herr Lehrer, also wir kennen ja bereits das rechtwinklige Dreieck. Herr Lehrer, Roman, melde dich, lass auf Klo gehen, Mann. Lehrer? Lass auf Klo gehen. Nun beachten wir die einzelnen Seiten des Dreiecks A, B und C. Es ist so langweilig. Ich möchte eigentlich nur nach Hause. Können wir nicht irgendwie so ein bisschen Dings? Roman, das Ganze beschleunigen so? Ja. Ich möchte gerne aufs Klo gehen und Lars wollte, glaube ich, auch. Ich muss richtig drehen. Ich habe übelst Durchfall. Ja, genau. Ich habe Doppeldurchfall. Zweimal sogar. Ich habe sogar den Okta-Durchfall. In Ordnung. Okay, Roman, geh schnell auf Klo, Mann. Ich komm gleich nach. Ich hab dich schon ein bisschen Klopapier geklaut. Herr Lehrer, darf ich auch bitte aufs Klo? Bitte. Darf ich auch bitte aufs Klo? Das wäre super nett. Dürfte ich ja? Ja, ich müsste auch auf die Toilette. Roman, warte auf mich, Mann. Ich komm gleich. Ja, ich geh einfach mal aufs Klo. So, okay, alles klar. Warum war gerade eben einfach die Küchenfrau da einfach im Dings im Zimmer? Roman? Ausnahmsweise, aber macht nicht so schnell, ihr verpasst was. Alles klar, Frau Lehrerin, Frau Kochlehrerin, Lehrerin, keine Ahnung. Roman? Oh, du bist auch auf der Toilette. Hör mal auf, Mann, du kannst es nicht auf. Oh mein Gott, es gibt so einen Trick. Komm, wenn du hingehst, machst du Klopapier da rein, dann kannst du die eigentlich an die Decke werfen. Kennst du das? Achso, dass man die dann an die Decke werfen kann, das bleibt dann hängen. der Trick. Kennt die nicht, den Trick. Oh, aber ich glaube, bei mir drückt gerade ordentlich der ganz dicke Oschi, Alter. Das ist voll geschüsselt. Bei mir drückt gerade ein richtig dicker. Boah, lol. Alter. Was ist? Komm mal zu mir rüber. Alter, ich habe hier ein Loch drin einfach. Hast du das da gerade reingekackt? Nein, Mann, jemand hat die Toilette geklaut, ich schwör's dir. Ah, oh mein Gott, ich bin reingefallen. Alter, ich stehe hier in der Kacke drinne, Mann. Seit wann ist denn hier so ein Loch drin? Hey, was ist das denn? Keine Ahnung. Ist ja so ein geheimer Raum sogar. Warte mal auf mich. Hey, what the... Was ist das? Hey, lol. Doch der Rektor. Siehst du das? Rektor Paulmann. Der Teufel höchstpersönlich. Womit habe ich die Ehre? Was in drei Teufels Namen? Was? Der Rektor, Sie müssen die Winterferien abschaffen. Was? Die Winterferien? Was? Say what? Keine Winterferien mehr? Hey, aber dann haben die Lehrer doch auch gar keine Ferien. Das ist doch eigentlich voll dumm. Nein, die Kinder müssen für immer in der Schule bleiben. Ich frag mich halt, warum der Teufel einfach hier in der Schule ist. Was hat der warum ausgerechnet in unserer Schule? Guter Platz für den Teufel eigentlich. In Ordnung, ab jetzt wird es keine Ferien mehr geben. Oh, well, das ist nicht so gut. Warum in drei Teufels Namen war der Lehrer, der mit dem, warum haben die zusammen gechillt? Denkst du, das ist das, was ich glaube, was ich denke, was es ist? Dass der Lehrer, dass Lehrer und Teufel immer so zusammenarbeiten oder sowas in der Art? Könnte vielleicht sein. Durchsage an alle Schüler und Schülerinnen, müssen am Montag wieder in der Schule erscheinen. Was? Hä, es gibt doch, sind doch die Winterferien mehrere Tage, oder nicht? Warum sind wir jetzt wieder, wieso müssen wir jetzt wieder erscheinen? Warum gibt es denn jetzt keine Dings mehr? Ich weiß es nicht, Lars. Es ist, vielleicht sollten wir uns erstmal einen Donut holen oder sowas. Donut? Bei der Donutfrau. Hi, was geht? Könnten wir vielleicht eventuell... Donut haben? Oh mein Gott, sie hat sich verwandelt. sie ist unsere Klassenlehrerin und gleichzeitig der Koch. Gruselig. Wir würden gerne was Süßes haben. Ich hätte da ein paar leckere Lakritzschwerter im Angebot. 2 Euro das Stück. Lakritzschwerter. Ich finde Lakritz eigentlich ganz geil. Hier. Ich finde Raclette. Ich liebe Raclette. Ich mag auch Raclette.
Ja, wir hätten gerne einfach mal die zwei Schwerter. Warum auch immer. Juhu. Aber hier. Roman? Hast du auch eins für mich? Ja, natürlich hier. Bitteschön. Schönen Tag noch und wir sehen uns am Montag ja wieder. Ja, okay, danke schön, Frau Koch und / Lehrerin, Ersatzlehrerin oder sowas. Ersatzlehrerin. I don't know, was hier abgeht. Hier, bitteschön. Ja, oh, danke, Mann. Das ist ein Lakritz-Schwert. Wir können ja eigentlich mal ein Lakritz-Schwert essen. Aber wo sind die hingegangen, Mann? Hast du es eben mitbekommen? Die sind einfach hier links und rechts. Was sind das für Wege? Das habe ich noch nie gesehen. Hier hinten ist was. Wie? Zeitmaschine. Wieso ein Dreiteufelsnamen ist im Keller von der Schule eine Zeitmaschine? Ich weiß es nicht, aber wir bewegen uns hier die ganze Zeit schon in der Kanalisation herum. Also fragt sich natürlich auch, warum wir in der Kanalisation sind. Zeitreise? Minus 10 Minuten? Mach mal die Tür hinter dir zu, lass es mal ausprobieren. Minus 10 Minuten würde bedeuten, dass wir tatsächlich die Zeit zurückdrehen können, dass wir dann in der Zeit die ganze Zeit und den ganzen dann... Und dann haben wir gesehen, wenn man versucht, rückwärts einzupacken, dass dann jemand kommt. Wir können die Zeit so zurückdrehen, dass wir dann die Rektoratsdurchsage zurückdrehen und dann den Rektor vielleicht noch überreden können, dass er doch die Winterferien nicht abschafft. Stimmt! Oh, jetzt hast du 50, 60, 70, 80, oh nein, 90 Minuten wir sind gemacht, wie der Kinder, wir sind wie der Babys jetzt. Hä, lol, denkst du, das hat funktioniert? Es könnte sein. Also, wenn, dann hast du jetzt 3 Stunden zurückgedreht. Die Schule hat nicht mehr angefangen. Hä, lol. Warte mal, das wo ist doch hier ist irgendwo, doch das Rektorat. Oder? Ja, ich glaube hier schon. Hey, hier. Hey, da ist er. Haha, erwischt. Wir wissen, dass sie die Ferien abschaffen wollen. Wo wollt ihr hin? Was habt ihr angestellt? Wir haben gar nichts angestellt. Nimm Schwert raus, droh ihn mit dem Schwert. Ja, pass auf hier, guck mal, ich stech dich mit meinem Lakritzschwert ins Auge. Oh, habt ihr es herausgefunden? Was ist passiert? Der Teufel hat schon dicke Muckis eigentlich, aber Teufel, der pass auf. Teufel. Wir haben das mitbekommen. Was macht ihr da? In Ordnung, ich halte mein Wort. Was? Hm. In Dreiteufels Namen? Okay, wir müssen... ich glaube... Also hör zu, du musst die Winterferien wegmachen. Das nächste Mal besser im Unterricht aufpassen. Wenn ihr mir die Gleichung vom Satz des Pythagoras nennen könnt, dann lasse ich eure Ferien... in Ruhe. Oh Mann. Ihr habt 2 Minuten. Wir haben gar nicht den Dings gelernt. Den Satz des Pythagoras. Wir müssen eigentlich zum Lehrer gehen. Der wollte uns das heute beibringen. Warum ist hier ein Huhn in der Schule? Weiß ich nicht, aber Hühner sind seit neuestem beliebt, glaube ich. Oh nein, ich. Schnell wieder zurück in die Schule. Hier, da, der Lehrer. Im Klassenzimmer, er ist schon am Unterrichten. Wir waren nicht da. Wo seid ihr beide so lange gewesen? Ich musste richtig dringend kacken, okay? Ja, genau, richtig. Ich auch. So Sie wissen ja, wie das ist, ne? Wenn man so einen richtig dicken... so einen richtige Flitze hat, ne? Das kommt davon, wenn man so lange auf der Toilette lässt. Wenn man so lange Zeit auf der Toilette lässt. Ja, was soll ich sagen? Also, wir müssen auf jeden Fall hier mal kurz... Oh, aber damit ihr wisst, was ihr für die Ferien mitnehmt, die Gleichung ist A Quadrat... plus B Quadrat ist C Quadrat. Ah. Au. Das heißt, das können wir jetzt dem Teufel sagen. Das heißt, wenn wir ihn jetzt draußen antreffen sollten, können wir ihm einfach sagen, dass A Quadrat plus B Quadrat plus gleich C Quadrat der Satz des Pythagoras ist. Oder plus C Quadrat ist mein C. Wo wollt ihr hin? Hey, wir müssen nur kurz ein paar Sachen erledigen. Ich muss da nur ist kurz, er, da ich ist er, da ist er, sag es ihm. Also, die Gleichung ist A. Roman, hilf mir. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Gleich C Quadrat. Und ich weiß auch welche Unterhose du trägst. Oh, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, das ist bestimmt eine ganz elegante Farbe. Die ist braun. Purpur. In Ordnung, ich halte mein Wort. Oh, das heißt, die Winterferien sind gerettet. Gerettet. Das nächste Mal besser im Unterricht aufpassen. Wo geht der Teufel denn jetzt hin? Hau rein, Teufel. Wohin geht er? Wieso? Also ich hab mir jetzt die ganze Zeit über die Frage gestellt... Warum in Dreiteufels Namen, im wahrsten Sinne in Dreiteufels Namen, hier einfach der Teufel sozusagen in unserer Schule ist? Haben die Lehrer irgendetwas mit dem Teufel zu tun? Das und vieles mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von Roman und Lars. Retten die Schulzeit! Kommen wir jetzt zu einem abgehobenen Video und zwar ein Tag lang überleben auf dem Mond. Viel Spaß! Was ist los? Liebeslied Beatboxen.
Nein, mein Spaß, hört zu. Oh mein Gott, Alter, warte mal. Alter, ich hab mega den komischen Traum gehabt, Mann. Ich hab geträumt, dass irgendwie fliegende Aale durch London geflogen sind und haben uns irgendwie gejagt. Und so einen Müll zu erzählen. Wir haben heute was Wichtiges vor, Mann. Was hast du denn vor? Was willst du? Laden. Wir müssen in den Alles laden? Was willst du denn im Alles laden? Beatboxen, nein, war Spaß. Wir müssen heute zum Mond fliegen. Ganz, ganz zum dringend. Zum Mond fliegen? Ja, du willst wirklich mit mir zum Mond fliegen? Okay. Ja, wir fliegen heute zum Mond. Aber erstmal muss ich was frühstücken. So, ich esse jetzt erstmal. Komm, wir springen aus dem Fenster. Los geht's. Bist du verrückt? Ah! Au. Gehört das zum Mondfliegeritual dazu? Ja, das ist Action, eine Action, Lars. Okay, warte mal, lass mal in den Allesladen gehen, Roman, damit wir Dings... in den Allesladen gehen. Genau, ja, lass mal in den Allesladen gehen. Hä? Aber wo hast du... ich weiß es nicht, oder? Ich glaube, es ist... What? Oh nein. So wie es aussieht, war hier ein Mord. So wie es aussieht... Das ist ein Fall für mich und Easy Cheesy, die zwei Detektive. So wie es aussieht, bewegt er noch seine Arme. Er scheint noch beweglich zu sein. Aber warum ist da ein Weihnachtsmann? Es war Santa! Irgendjemand hat ihn wahrscheinlich in den Meniskus geschossen. Dun, dun, dun. In den Podex hat ihm einer geschossen. In den Podex! In den Kodex, okay. Dings, lass erstmal hier zum Allesladen. Hier ist nicht der Allesladen. Sie haben gesagt, dass wir zum Allesladen müssen. Okay, perfekt. Los, okay. Go. Okay. Alter, aber wie kommst du da draus, dass wir zusammen... Wieso? Warum? Wieso? Warum willst du zum Mond fliegen? Warum willst du zum Mond fliegen? Hatte ich jemals eine schlechte Idee, Mann? Ich habe immer nur. Du bist gerade eben aus dem Fenster gesprungen, Mann. Du bist eben aus dem Fenster gesprungen. Knöchel gebrochen und mehr nicht. Und hab mir nur das Ohr gebrochen. Ja, stimmt, genau. Hier ist der Allesladen. Ah, oh, der Allesladen. Angebot für 5 Dias. Hast du zufällig 5 Dias dabei? Nein, ich habe kein Geld. Ich klaue hier meistens immer nur. guten Tag. Hier, mein Kumpel hat gesagt, dass wir irgendwie hier. Roman, hallo, lass die Finger bei dir, Roman, wir müssen jetzt hier... mein Kumpel meinte, dass man hier irgendwie zum Mond fliegen kann oder sowas. Ist das möglich? Guten Tag, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich und mein Freund, wir wollen Roman, lass die Sachen liegen. Was denn? Nix. Ich hab doch nichts. Dann mach das wenigstens unauffälliger, du Depp. Okay. Pass auf. Ich und mein Kumpel, wir würden gerne zum Mond fliegen und uns wurde gesagt, dass das hier irgendwie möglich ist. Geht das? Für zwei? Ja, für zwei. Wir wollen gerne für zwei Leute fliegen, genau. Ja, für zwei. Dann werf 5 Diamanten in den Trichter rein. Klar. Hast du 5 Diamanten oder sonst dabei? Warum hast du 5 Diamanten? Warum zur Hölle hast du alles? Hast du 5 Diamanten? Ja, klar, habe ich 5 Diamanten, aber warum sollte ich das bezahlen? Ja, okay, gut, dann bezahlen wir alles kostenlos bekommen. Okay, wir werfen 5 Diamanten hier rein, zack. Super. Dann einfach die linke Tür rein. Alles klar. Roman, wir sollen jetzt die linke Tür rein. Guten Flug. Vielen Dank. Ist es ihm aufgefallen, dass ich hier eine riesige Waschmaschine gerade mitgehen lasse? Wo steckst du das denn ein? Hier hoch, also ich glaube, hier müssen wir lang gehen. Roman, bleib mir mal mit uns. Ausrüstung und what? Warum ist hier eine Toilette drinne? Eine Toilette? Oh mein Gott. Geht das hier auch mal drauf setzen? Willst du jetzt den Schiss ablassen? Ah! Okay. Bin fertig. Okay, hier ist die Ausrüstung. Ich glaube, das hier brauchen wir alles. Hier haben wir Glas, weil ich glaube, wir werden oben mal Glowstone Torch. Nimm nicht alles, das hier brauchst du, genau, das hier so, das hier brauche ich noch. Ein bisschen Glas, ich will auch ein bisschen Glas. Wir brauchen noch Essen, nimm mal Essen mit. Ja, ich habe schon Essen mitgenommen. Achso, du willst auch Glas haben, warte. Ja, genau, auch mal Glas. Zack. Gib mir das Glas, du weißt Bescheid. Gib mir das Glas. Zack, dann ziehen wir das hier mal irgendwie an, so. Zack, zack. Hast du schon alles angezogen, Mann? Warte. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt schon alles angezogen habe. Zack. Ja. Wie ziehe ich das überhaupt an? Ich bin, glaube ich, Du musst es hier... Warte, ich nehme mal hier dein Proviant auch noch mit. Aber das Problem, was ich jetzt... Gibt es dazu nicht noch irgendwie einen richtigen Raumanzug? Weil ich habe jetzt nur das Ding auf dem Kopf. Guck mal, das sieht so dumm aus. Siehst du das? Ich glaube, das reicht sogar schon. Guck mal, bei mir sieht es sogar richtig aus. Guck mal, bei mir ist nichts. Du kriegst immer noch keine Luft, gell? Aber ich hab's trotzdem auf dem Kopf, aber irgendwie ist das ein bisschen buggy bei mir. Denk dran, deine Oxygen-Dinger auch reinzumachen, damit du Luft bekommst. Hab ich das? Guck mal meinen Rücken an. Hab ich das an? Ja, ja, ist alles drin. Okay perfekt. Ja, dann würde ich sagen, wir starten das Ding jetzt einfach mal, indem ich setz mich hier in die Rakete. Zack. Wir starten in 3, und, oh mein Gott, das 2, geht los. Nein, es geht schon los. Roman, Hilfe! Was habe ich gedrückt? Ich muss, glaube ich, auch kurz gleich fliegen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh nein, was habe ich denn jetzt gemacht? 10, 9, 8, 7, 6, 5, Roman, ich sehe dich auf der anderen Seite. Wer bin ich? Was mache ich hier? Countdown, fliegst du schon los? Wow, Alter, Roman, bist du schon? Erdan, Roman, sind sie unterwegs? Ja, guten Tag, Alter. Hallo, guten Tag.
Hallo, so, kracht over. Na, Dinamo, kann man ja eigentlich Sachen rausholen? Oh, lol, was? Ich kann, diese Hochhäuser sind so riesig, ich kann die einfach immer noch auf der Erde sehen. Weißt du, ich meine, die sind so gigantisch groß einfach. Aber ich Alter, bin ich fliege auf den Mond, Alter. Ich bin auch gleich da, Mann. Ich bin auch gleich da. Alter, wie cool sieht das denn aus? Wow. Das ist übelst nice, Mann. Guck mal die ganzen Sterne und sowas, Mann. Da leben überall, auf jedem Stern leben einfach Menschen. So. Überall leben einfach Menschen, weißt du? Aber wir fliegen gar nicht straight up zum Mond. Wir müssen mal ein bisschen ablenken. So, irgendwie nach hier. Das da ist der Mond, der kleine da, ne? Genau. Milky Way. So, ich bin jetzt gerade auch auf dem Weg zum Mond. Zack, und ich sollte es sogar gleich geschafft haben, Roman. Ich bin gleich da, halte durch. Boah, oh mein Gott. Ich weiß gerade nicht, wo ich abbiege. Okay, Freunde. Du musst die dritte Milchstraße rechts abbiegen. So, zack. Da können wir hier einmal zum Mond fliegen. Ab geht's. Launch. Okay, ich bin gespannt. Launch. Ich bin gespannt, Freunde. Ich fliege runter. Hilfe. Okay, wir müssen irgendwie Slowdown machen, dass wir nicht auf dem Boden irgendwie aufprallen. Ja, ich sehe bei mir noch gar nicht den Dings. Ich sehe auch noch nichts. So, chill mal. Ich sehe bei mir auch noch nichts. Aber so langsam landen wir gerade. Oh mein Gott, Leute, das habe ich auch noch nie gemacht. Oh, jetzt Slowdown. Ich bin gelandet. Slowdown. Ich bin auf dem Mond und ich sehe aber eine neue Spezies. Okay, ich bin gerade am Slowdown. Alter, was machst du da? Roman, ich bin am Slowdown. Roman, habe den Planeten als erster erforscht. Hä, hast du gefunden. Gar nicht? Ich bin. Wo bist du? Neil Armstrong. What? Alter, chill mal. Das Buddy. Ich stecke die Flagge rein. Warte, gib mir auch mal eine Flagge. Gehört dieser Planet mir. Gib mir auch mal eine Flagge. Ich habe nämlich auch eine ganz besondere Flagge sogar. Guck mal. Habe ich die aufgehoben gerade? Ne, da ist sie. Guck mal. Roman ist dumm. Hey, Buddy, was geht? Bist du Alter, Buddy. Na, ich glaube, oh lol, ich glaube, Buddy war der Erste sogar. Buddy war der erste Mann auf dem Mars. Natürlich, hast du nicht Buddys Video gesehen? Buddy war der Erste auf dem Mond. Ich war der Erste auf dem Mond. Ich bin der Erste auf dem Mars. Hä, aber what, Buddy, der lebt hier anscheinend schon ein bisschen länger. Was macht der denn hier oben? Guck mal, hast du gesehen, der hat sich sogar hier eine Küche und alles drum und dran gebaut und hat sich so... Buddy... Oh Gott, Alter, ich dachte gerade, wo kommt das denn her? Buddy, ich liebe dein Klo. Oh Mann, Alter. Okay, pass auf. Hier ist Dings, hier ist Buddy sein Büro. Hier. Alter, Buddy, wie lange bist du denn bitte schon hier oben, Mann? Anscheinend bist du schon richtig. Guck mal, der hat sogar einen richtigen. Hast du auch einen Raumanzug für mich? Weil ich habe nur so diesen komischen Helm, der so ein bisschen mir zu klein ist irgendwie. Oder ich bin viel zu klein für den Helm. Irgendwie ist es ein bisschen random. So, warte mal. Hast du einen Raumanzug, Lars? Ich hätte gerne einen richtigen Raumanzug, weil ich habe nur Dings. Ich habe nur diesen Oxygen-Helmet und sonstiges. Alter, was ist denn hier passiert? Aber guck mal, ich habe einen Buggy dabei, Mann. Ich werde mich jetzt auf den Buggy hier setzen und eine Runde Du kannst damit doch gar nicht fahren, oder? Natürlich kann man mit dem Buggy fahren. Das ist doch ein Rover, oder nicht? Guck, da fährt er. Hey, guck, das geht nicht. Ich verstehe nicht, warum man mit denen nicht fahren kann. Lol, guck mal, der fliegt so übelst weit. Aber ich glaube, Buddy kennt sich gut aus hier in dem Ding. Oh, funktioniert. Oh mein Gott, das geht. Warte, lass mich auch mal im Buggy fahren. Okay, warte, kann man so Gas geben? Ich würde gerne Gas geben. Warte mal, turn left. Ja, das ist schon klar. So. Oh. Ah, wir brauchen Benzin. Ich glaube, du musst da Benzin einfüllen oder irgendwie sowas. Ey, aber ich habe auch eine coole Rüstung. Buddy, mach das Ding an. Ich will fahren. Heb das mal auf. Oha, was? Wo hast du das her? Das ist eine coole Dings. Die habe ich gefunden. Guck mal, mein Helm an. Ich bin Neil Armstrong. Vor allem lief dieses Lied, als Neil Armstrong den Mond gedingst hat, ne? Okay, pass auf. Oha, Alter, hier ist sogar so eine richtige Base. Oh mein Gott, guck mal da, ein fliegender Cheeseburger. Oh mein Gott. Sowas sieht man nur einmal im Leben. Ich hab nicht hingeguckt. Da, warte, pass auf. Ein fliegender Cheeseburger. Ich will ihn haben. Niemals gedacht, dass so. Alter, willst du mal was richtig Crazyhaftes sehen? Es gibt Leben auf dem Mond. Es gibt einen fliegenden Cheeseburger auf dem Mond. Hier, pass auf. Siehst du das? Du kannst keine Torches platzieren, weil die ausgehen, weil hier nämlich kein Dings existiert. Aber hier, das da geht. Lass mal. Kein Feuer, gell? Lass mal eine. Lass mal. Lol, guck mal. Guck mal, die fliegen einfach so weg. Guck mal, lass mal in so eine Höhle gehen oder so auseinander ein bisschen sammeln. Was ist denn, Buddy? Warte mal, Buddy will uns irgendwas zeigen. Warte. Cheeseburger Volleyball. Alter. Ist Buddy, da drin Luft? Ich glaube, ich weiß nicht. Doch, Mann, hier kannst du deine Sachen einfach so ausziehen. Warte, ich zieh mal kurz meinen Helm aus. Lol, das geht halt wirklich. Was passiert? Roman, willst du mal kurz Versuchskaninchen spielen und Dings? Junge, Buddy ist hier richtig...
Alter, Junge, Buddy will hier, will hier eine Kolonie. Ja. Ich glaube, das geht nicht. Ich kann immer noch atmen. Hä, warum können wir denn hier drin immer noch atmen? Normalerweise muss jetzt eigentlich alles. Ich glaube, weil ich die, ich habe die Oxygen noch an. Ich mach ja zu, Buddy. Warte. Aber meine Oxygen ist gar kein Problem irgendwie. Warte, ich geh mal vor die Tür. Soll ich versuch's, Kaninchen? Ja, geh mal. Ah! Oh, nee, geht nicht. Hä, ich lebe immer noch ganz gut, hä? Heavy Duty, so. Hä? Go, warning, Oxygen, Aber ich habe Oxygen drin, also du brauchst diesen Oxygen Mask, brauchst du nicht unbedingt, ne? Merke ich gerade. Kann man nochmal rein? Machen wir nochmal weg. Du bist so ein Depp. Man hat hier einfach immer noch Luft. Ja, weil hier drinnen noch genug Ausgleich ist, weißt du? Das ist der Druckausgleich. Und Buddy ist Profi. Buddy weiß ganz genau, was er macht. Okay, pass auf, lass mal. Hast du zufällig eine. Ja, keine Luft mehr. Lass mal ein paar Gesteine mitnehmen und dann wieder zurück zur Erde fliegen, okay? Ein paar Gesteine. Ah, guck mal, was ich hab doch noch was mitgehen lassen. Buddy, brauchst du noch eine Waschmaschine oder sowas? Alter, zieh deine Maske jetzt wieder an. Ich mach ja an. Ist ja gut, warte. Oh, ich hab keine Luft mehr. Okay, Leute, ich glaube, wir sind dann auch schon für heute hier fertig. Wie der Buggy hier funktioniert, haben wir jetzt noch nicht rausgefunden, aber vielleicht machen wir das mal. Buddy ist voll dick geworden, guck das mal an. Der hat einfach. Lol, Buddy hat meine Waschmaschine an. Stimmt. Was? Der perfekte Mondmensch. Der trägt die Waschmaschine ich einfach. Ich bin ein Waschmaschinenmann. Sieht voll cool aus, Mann. So, okay, ich würde sagen, ich begebe mich jetzt mal wieder zurück. Ist es richtig, wenn ich mich hier reinsetze? Zack, ich will wieder nach Hause. Ich komme nie wieder nach Hause, Roman. Ich glaube, wir müssen jetzt hier bleiben. Oh je, da sind Roman und Lars wohl einen Tag lang in der Irrenanstalt in Minecraft gefangen. Viel Spaß mit dem Video. Oh. Herr oder so, endlich sind Sie wach. Was? Wo bin ich hier? Warum ist hier. Was? Wo in Dreiteufelsnamen bin ich hier? Sie werden es nicht wissen, aber Sie wurden gestern mit Ihrem Nachbarn eingeliefert. Was? Mit meinem Nachbarn? Was ist das für ein komischer. Was ist das für ein Typ da drüben? Bitte, ich gehöre hier nicht hin. Ich bin hier komplett falsch. Bitte, Sie müssen das verstehen. Ich gehöre hier nicht hin. Sie werden hier lange bleiben. Sehr lange. Können Sie mich bitte. Hallo, das ist ein Missverständnis sein. Dieser verrückte Typ da neben mir. Das kann irgendwie nicht sein. Hey, du. Na, du, willst du ein Steak haben? Bitte schön. Hey, du, hör mal auf, mich zu belästigen. Ich geh jetzt schlafen. Was in drei Teufelsnamen mach ich hier? Wo bin ich hier? Oh, warum bin ich so müde? Lars, brauchst du Hilfe? Wer bist du? Was willst du hier? Was zur Hölle? Du siehst aus wie ich, nur komisch. Was in drei. Also, dreh ich jetzt hier durch oder was ist hier los? Wie wär's mit einem Feuerzeug? Ein Feuerzeug? Ja, ein Feuerzeug ist gut. Vielleicht kann ich damit irgendwie hier oben an die Decke oder sowas gehen, damit hier irgendwie die Dings angeht. Die Sprenkleranlage. Feuer ist immer gut. Ja, Feuer ist gut. Oh, dankeschön. Wo in drei Teufelsnamen hat er dieses Feuerzeug? Wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Ich verstehe gerade gar nicht, was hier abgeht. Okay, egal. Irgendwie hier rauskommen, das ist auf jeden Fall erstmal der richtige Weg. Yo, Nachbar! Nachbar! Ja. Nachbar! Ja. Ey, ja. Pass auf, ich brenne hier gerade diese Wege auf. Irgendwie. So. Bist du da, Nachbar? Ah. Warte, ich kann dich hier rausholen jetzt. Nachbar! Oh mein Gott! Was geht? Ich bin doch verrückt, wir sind doch in der Psychiatrie. Wir sind in der Psychiatrie? Ich sperre mich selber ein. Ja. La, 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 la. Was denn? La, 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 la. Was ist mit dir? Was ist mit dir los? Pass auf, hör jetzt mal auf, hier so rumzuspinnen, du Spinner. Lass mal hier irgendwie einen Fluchtweg planen oder sowas. Komm mit, ich glaube, wir müssen hier langlaufen. Komm mit. Ich glaube, wir müssen einfach hier langlaufen, einfach diesen Weg hier lang gehen. Oh mein Gott! Oh, mein Fuß. Ich muss erstmal ein Steak essen. Ich glaube, ich habe mir die Nase verstaucht. Garderobe nur für Personal? Was ist das hier? Bleib leise. Hier ist aber keiner. Reingehen. Oh.
blauer Hut. Okay. Ey. Wie findest du mal sieht auf jeden Hut? Fall sehr fancy oder aus. Ich blaues hab mal Oberteil. Oh, toll siehst du aus. Das sieht toll aus. Oh. Keine Was machen wir hier überhaupt? Wir müssen irgendwie rauskommen, wir müssen rauskommen. Warum haben wir das Wir müssen irgendwie gezogen? Rauskommen. Ach so. Ah, ich glaube, das ist eine Polizei-Officer-Form. Glaube ich auch. Ah. Hallo? Oh. Was ist das hier? Oh. Hi, ja, wir müssen uns, oh ja, wir müssen uns gerade um was kümmern. Hey, psch, 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 lass mich das regeln, lass mich das regeln. Das ist unser hey, okay. Kollege. Wir müssen hier irgendwie, ihr müsst die Neuen sein. Zeigt mal, was ihr könnt. Ja, genau, die Neuen. Wir sind die Neuen. Wir sind super cool, super schnell und wir machen alle Arbeiten richtig. Das ist auf jeden Fall unser Motto. Das ist unser Motto. Ja. Der Patient so in Gummizelle ähnlich. 4 muss sein Essen bekommen. Boah, ich habe aber auch ganz schön Hunger, ey. Der kriegt eine Baked Sweet Potato. Okay, alles klar, dann werden wir das mal machen. Bringt das bitte zu ihm, aber passt auf, er beißt. Er beißt? Was? Warum verschwindet der da jetzt wieder im Wandschrank? Wo mussten wir hin? Wir müssen zur Gummizelle 4. Ist es hier lang? Nee. Gummizelle 4. Da ist Gummizelle 4. Okay. Hier vorne steht das. Gummizelle 4. Warte mal, ich nehme mal hier das Feuerzeug wieder weg. Gummizelle 4. Gummizelle 4. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hallo? Hallo? Ist es hier? Oh! Ey, warte mal, ich hab den schon mal. Hallo, wer ist da? Wir bringen hier dein Essen und so vorbei. Warum bin ich hier? Das wissen wir auch nicht, Mann, pass auf. Hier, deine komische Dings. Deine. Ich komm da nicht rein, ich kann ihm nichts reinwerfen. Hier, friss einfach. Ja, friss einfach diese blöde Baked Potato. Seid ihr Lars und Woher weiß er das? Woher weiß er das? Weiß er das? Ach so, ist wieder ein Zuschauer. Ach so, ja, der Psychiatrie eingesperrt wurde. Wir sind zusammen hier reingebracht worden. Was? Das kann gar nicht sein. Was? Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Warte mal. Er hat nämlich gesagt, nur wir wurden zusammen reingebracht. Ihr müsst mir auf jeden Fall hier raushelfen. Und dann können wir zusammen hier weg. Nö. Nö, ich will eigentlich mich nur meinen. Wir sollten einem Ich will mich eigentlich nur meinen eigenen Arsch kümmern. Deswegen ist es mir eigentlich komplett egal, was mit denen ist. Lass nochmal zum Aber ich konnte mir jetzt gar nicht. Ich esse jetzt einfach diese Potato selber. So. Ja, sag einfach. Ja, genau, das ist, glaube ich, das Beste. Schon. Ist der nicht hier irgendwo gewesen? Oh, da. Hallo? Jojo, wir haben dem Typen das Dings hier gebracht, das Essen und so. Und wir sind gute Mitarbeiter. Ah, ja. Der Neue. Wie war es bei den Patienten? Also muss ich sagen, war schon ziemlich uninteressant und ich liebe meinen Job. War schon ein bisschen, ne, also Sie wissen doch, wie das ist mit dem Wetter und so, ne. Das ist das Beste, so wenn die Sonne auf den Rücken scheint und die Nasenlöcher anfangen. Sehr gesprächig, Herr Kollege. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall genau das, genau. Was ich damit bezwecken wollte. Könnten Sie mir eventuell helfen irgendwie beim, hören Sie, ich habe zu tun und muss jetzt weg. Ja, wir wollten eigentlich nur wissen, ob wir kurz mal. Ich müsste ja da. Bis dann. Ciao. Ja. Jetzt geht er wieder. So. Ich weiß nicht, ob das hätte so laufen sollen. Aber, guck mal, was ich habe. Das hier ist tatsächlich ein Schlüssel. Ja. Den kann man tatsächlich im 5., 6. Trakt benutzen. Trakt. Voll cool, oder? Ja, ich glaube, dann können lass wir den doch Verrückten mal den da rauslassen. Lass mal einen Verrückten rauslassen. Ja. Der hat das gar nicht gemerkt, als er gesagt hat, sehr gesprächig. Wo ist er überhaupt? Yo, die Hose runtergezogen. Typ. Oh. Hi, wir wollten dich jetzt hier rausholen, Bro. Mein Name ist Michi. Okay, bitteschön, Michi, du bist jetzt hier auch vor. Du bist jetzt hier. Oh mein Gott, hör auf, Michi zu verprügeln. Hör auf. Okay. Wir sind in Lars Traumwelt gefangen. Deswegen bin ich oh auch nein! Dabei, dein Träumen mit dabei. Das bin. Ist ein Albtraum, wenn Roman mit dabei ist. Das ist ein Wir kommen hier nur raus, wenn ihr ausbrecht? Wie können wir denn bitte aus dem Traum ausbrechen? Lass mich jetzt heraus, Mann! Warte, wenn das mein Traum Willkommen ist. Wenn das mein Traum ist, dann möchte ich, dass du jetzt brennst! Habt ihr den. Oh, ey! Hier habt ihr den Schlüssel. Ich suche mir meinen eigenen Ausweg. Hey, danke, Bro. Okay, pass auf, Roman. Viel Glück! Okay, pass auf, Roman, wenn es mein Traum ist, dann müsstest du eigentlich anfangen zu brennen. Mist! Einfach so daneben. Michi, Alter, der hat mir gerade richtig Angst gemacht. Roman? Ah, mein Gott! Junge! Was ist dein Problem? Das ist ein Albtraum. Junge. Was ist das hier? Hallo? Was ist denn? Hallo? Roman, das ist der schlimmste Albtraum, den ich jemals hatte. Hallo? Was? Hallo? Okay, ich weiß nicht, ist hier, ich weiß, oh mein Gott, Junge, Alter, bin ich erschrocken.
Das war der falsche Weg. Ja, das haben wir jetzt auch gemerkt, dass es der falsche Weg ist, Mann. Das haben wir auch gemerkt, dass es der falsche Weg ist. Alter, warum hat er uns denn so erschreckt? Mann, das ist ein Psychopath. Ey, du bist hier der Verrückte. Nein, hier, nehmt diese Schaufel und die Tränke. Oh, nice. So ein Trank wäre auch nicht schlecht jetzt eigentlich. Hey, ja, dann hier, nimm du Eumel. Ich bin schon fast tot. Mir gibt nur noch 3 Herzen. Mann, das ist die schlimmste Psychiatrie überhaupt. Damit kommt die bis zum Ausgang. Warte, dann trinke ich erstmal hier diese nice Fire Resistance. Dankeschön, Dankeschön. Damit kommt die bis zum Ausgang. Okay. All das hier ist nur alles deine Vorstellung, Lars. Ich bin ein Flugzeug. Okay, und danke, Michi. Bis dann. Hau rein, Bro. Oh mein Gott. Okay, ich hab ihn. Oh mein Gott, der ist einfach verschwunden gerade. Junge, lass es jetzt mal. Ich hab hier Ausgangsschlüssel. Bam. Warum? Warte mal, stopp. Was? Warum hatte den eigentlich dieser Typ? Und wo ist er hin? Na, weil der verrückt ist. Und wo führt das jetzt hier hin? Komm, wir müssen gehen. Was ist das für ein komischer Traum? Jump'n'Run. Seit wann gibt's denn hier Jump'n'Runs? Oh nein. Das ist Dings. Extra für die Ausbrecher gemacht, ne? Dass die es schwieriger haben, auszubrechen. Mit einem Jump'n'Run. Wo müssen wir jetzt lang? Was ist? Ich glaube, hier geht's weiter, Mann. Ich schaff den Sprung, glaube ich, nicht, Mann. Ich schaff ihn nicht. Du schaffst das. Okay, guck mal hier. Was? Wo bin ich? Ein Bett? Ich glaube, ich werde wieder müde. Was ist hinter dieser Tür? Ja, oh, hinter dieser Tür ist die Freiheit! Hier ist nichts. Es ist immer noch nicht zu Ende. Roman, wir müssen hier raus. Oh nein, wir sind schon wieder eingesperrt. Huch, wie ist das denn passiert? Roman und Lars sind einfach in einer Fernsehsendung gefangen? Hä? Viel Spaß mit. Ein Tag lang in einer Fernsehsendung gefangen. Oh Mann. Im Fernsehen läuft nur Schrott, Mann. Ich glaube, ich lege mich ins Bett, Mann. Echt jetzt? Ich glaube, ich hau mich hin. Irgendwie ist es heute nicht so mein Tag, weißt du? Ach, Fernseher rauscht. Was? Fernseher? Mach das doch besser! Was? Ich weiß nicht. Er legt dich hin, ich repariere den einfach. Okay, Kein Problem, danke, Mann. Also. Ich irgendwie das mit dem Fernseher und sowas, das macht mich irgendwie so total... Roman, wo bist du? Wo ist er? Roman? Hey! Hä? Wow! Oh mein Gott. Wow, was geht ab, Lars? Alter, ich bin gerade durch den Fernseher gegangen und jetzt bin ich hier. Hä? Beweist euch doch bei einer Kochsendung, sagt der Fernseher. Bei einer Kochsendung. Stopp. Sind wir jetzt gerade wirklich in den Fernseher gegangen? Redakteur sagt 3, 2, warte mal, wir sind gar nicht vorbereitet. 2, 1. Hallo, willkommen wieder zurück zu einer neuen Kochsendung. Wir sind live. Hallo und willkommen heute zurück zu einer neuen Kochsendung mit mir, dem Besten, und Roman, dem Schlechten. Und heute kochen wir. Wir wissen gar nicht, was wir kochen, oder? Ich kann fliegen! Eure Aufgabe ist es, den besten Kuchen zu backen, der möglich ist. Oh. Yeehaw. Oh, okay. Okay, dann auf die Plätze, oder? Würde ich mal sagen. Backst du den Kuchen? Ich schau zu. Ich geh hier hin. Okay, dann lass mal kurz den Kuchen backen. Kuchen backen. Back mal los, du! Okay, wartet, lass mich mal kurz überlegen, wie das geht. Bäcker hat gerufen. So, warte mal. Nee, das dürfen wir, glaube ich, nicht abnehmen. Ich glaube, wir müssen hier, das da. Dann ein bisschen hiervon. Ein bisschen davon. So. Ah, guck mal, hier ist sogar alles drin, ne? Perfecto Matico. Ein bisschen Sugar. Los, mach den Kuchen. Los, mach den Kuchen. Ich glaube, ich habe dir ein Dings geklaut hier. Du musst doch auch einen Kuchen backen. Ich auch? Ja, wir beide. Wir sind Dings. Wir sind beides Kuchenbacker. Aber ich habe schon meinen Kuchen gebacken. Hast du nicht, du Lügnerin? Doch. So, ich brauche noch eine. Nee, ich habe alles sogar. Warte. Ich mache noch meinen Kuchen fertig, bitte. Unten. Oben 3 Milch. So. So und so. Dann in die Mitte das Ei. Links, rechts das und dann unten, bam, Umschakalaka, zack. Ja, zeig mal deinen Kuchen. Kuchen ist fertig. Tada, was? Kuchen. Aber ich habe meinen Kuchen mit Liebe in jeder Masche gemacht. Oh nein.
Oh. Guck mal, da isst er den Kuchen. Mein Kuchen ist okay, meiner ist richtig lecker, oder? Dreistöckiger Megakuchen. Oh, warte, er sagt das jetzt. Dieser Kuchen ist fantastisch. 9 von 10 Punkten. Eha! Oh nein. Ich habe, glaube ich, ein bisschen reingeschüsselt. Ich habe, glaube ich, zu viel Zucker oder Salz reingemacht. Ich glaube, das war zu viel Salz. Entschuldigung, aber es ist ein bisschen zu viel Salz drin, aber es ist, glaube ich, ganz gut so. Ich habe verloren. Ich glaube, ich habe gerade kurz Kotzgeräusch. Oh nein. Der Kuchen hier hat ein großes Problem. Hier wurde Zucker mit Salz verwechselt. Somit. Oh nein. 10 von 10 Punkten. Ich liebe Salz. Jawohl. Lässig. Ja, jawohl. Super cool. Alter. Ich liebe Salz. Oh Junge, wie kann man das? Ist einfach so ein Salzkuchen. Uah! Was ist das denn? Was? Jetzt zeigt, was ihr als Kommissare in einem Krimi könnt. Okay, es regnet. Oh! Hey! Da ist eine Leiche, Mann. Er wurde ermordet. Es war gemeiner Meuchelmord. Das ist das hier. Die Einwohner drumherum so ein bisschen. Das hier ist die Waffe. Das hier ist die Tatwaffe. Das ist die Mordwaffe. Okay, pass auf. Mordtatwaffe. Lass mal hier fragen, das geschieht alles in dieser Scheune. Das und vieles mehr in der nächsten Folge. Hallo, können Sie bitte die Tür aufmachen? Hallo? Hallo, wir sind Detektive, machen Sie bitte. Hallo, Sir, wir sind hier. Oh, guten Tag, Kommissare. Der redet genauso wie wir, gell? Ich habe Sie gerufen, howdy. Sagte der Bauer. Wir haben hier die Mordwaffe gefunden, Sir. Sagte Lars. Und wir sind schlechte Kommissare. Sagte Lars. Ich habe diese Leiche vorhin durch Zufall gefunden. Sagte der Bauer. Lars lachte dumm. Er lachte nochmal dumm. Dümmer. Ja. Lars ist richtig dumm. Er schaut richtig in die Röhre. Was soll ich machen? Ja, tatsächlich, das Schwert hängt bei mir eigentlich im Keller. Okay, könnten wir dann eventuell... Hängt das Schwert im Keller, meinte der Bauer. Wir könnten ja eventuell mal bei Ihnen im Keller vorbeischauen. Lars würde gerne wieder Hausfriedensbruch begehen, doch der Bauer macht da nicht mit. Ich kann es Ihnen gerne zeigen. Vielleicht macht er doch mit. Ja, dann zeigen Sie uns mal bitte den Keller, junger Mann. Lars nennt deinen alten Mann einen jungen Mann. Ah ja. Aha. Lars ist begeistert von dieser Waffenkammer. Das schließt auf einen Mord. Bitte finden Sie den Täter. Wo ist er hin? Alle Indizien sprechen dafür, dass der Bauer der Mörder ist. Lars sollte ihn am besten verfolgen. Ich bin mir nicht sicher. Lars ist sich nicht sicher, denn er ist dumm. Das ist witzig. Lars findet das nicht witzig. Okay, lass uns mal kurz überlegen. Also, hey, sag mal, hier fehlt doch was. Lars fällt etwas auf, was davor niemandem aufgefallen ist. Das ist äußerst merkwürdig. Das ist merkwürdig. Irgendwas ist hier gerade sehr, sehr merkwürdig. Lars spürt etwas mit seiner nicht vorhandenen Nase. Ich glaube, ich muss dringend furzen. Hey! Ein Furz braut sich auf. Wo ist er hin? Was hat Lars nur durchgewittert? Da, die Vogelscheuche. Er verfolgt die Vogelscheuche. Schnell, komm mit, Sprecher mit der komischen Stimme. Oh nein. Hey, bleib stehen. Kann doch nicht sein. Stopp, du bist verhaftet, Vogelscheuche. Warum kann diese Vogelscheuche... Doch im letzten Moment hat die Polizei die Vogelscheuche aufgehalten. Wahnsinn. Da seid ihr wohl in einem Fantasy-Krimi gelandet. Sprach der Fernseher. Okay, also ich habe ehrlich gesagt keinen Dunst, was wir hier machen. Lol. Und jetzt führe ein Interview. Ja, ist es richtig so, dass es hier immer so dunkel ist? Mit wem? Mit wem soll ich denn ein Interview führen? Fernseher? Warum ist hier so dunkel? Ich weiß es nicht. Fernseher, bist du da? Heute interviewt unser Moderator Lars den erfolglosen YouTuber Arizul HD. Ah, da steht erfolgreicher dran. Ja! Okay, dann setzen Sie sich mal hin, junge Frau. Ja, dann interview mich mal. Also, dann interview ich Sie jetzt mal. So, ja. Welche Farbe hat Ihre Unterhose? Falsch! Das interessiert Sie nicht. So, wie viele Videos haben Sie auf Ihrem Kanal? 1 Million.
1 Million Videos. Ja, okay. 1 Million. Wie fühlt sich das an, so ein unbekannter YouTuber zu sein? Ich bin der Beste. Wie finden Sie es, im Schatten von Lars oder so zu stehen? Ja, das macht mir überhaupt nichts aus. Okay, dann weiter. Was sind ihre Ziele? Ich möchte ein Musikvideo mit Lars machen. Oh nein, das möchte Lars aber nicht. Falsch. Ich möchte keinen erfolglosen YouTuber interviewen. Ich würde viele, aber wollen wir den Spieß mal umdrehen? Interview du mich, so den erfolgreicheren YouTuber Lars oder so. So, bitte fangen Sie an. Also. Falsch. Wie ist das so, obdachlos zu sein und gleichzeitig YouTube zu betreiben? Wie kriegen Sie das hin? Also, meine Mom hat mich damals auf diese Welt gebracht, um mir das wundervolle Leben zu zeigen. Und ich wollte schon mein ganzes Leben lang YouTube-Videos machen. Und wie haben Sie das hinbekommen, YouTube direkt von einer Brücke hochzuladen? Wie sind Sie da an Internet gekommen? Ich habe damals in einem Starbucks Internet geschnorrt und habe mir noch nicht mal einen Kaffee geholt. Ah, okay. Das heißt, Sie haben immer schon ein ganzes Leben lang Zigeuner gelebt. Und jetzt zigeunern Sie jetzt bei Ihren Aufnahmekollegen Arizona und sowas. Ja. Da versuchen Sie sich jetzt durchzuschnorren so ein bisschen. Das bin ich. Ah, verstehe. Okay. So, Ende des Interviews. Blödes Interview. Weg damit. Lol. Na gut, ihr habt doch alles geschafft. Dieser Kack-Fernseher. Was will der von uns? Ich würde mich keine eigentlich Ahnung. Ins Bett legen am helllichsten Tag. Aber bitte schmeißt mich jetzt nicht auf den Müll. Naja, doch, eigentlich schon. Lass ihn mal gleich hier kaputt machen und dann lass ihn einfach auf den Müll schmeißen. Yeah! Blöder Fernseher da, ey. Okay, so. Ich denke mal, der Tag ist gerettet. Wir haben jetzt erstmal ein paar Fernsehsendungen durchgestanden. Das wäre jetzt so, wir überleben einen Tag in Dings, in dem Fernseh oder so. Oder Roman hat, genau. Und die schlechtesten Interviews aller Zeiten. Schaut bei mir vorbei, mein Name ist Roman. Hi. Ich setze mich jetzt erstmal hier auf die Toilette drauf, leg erstmal ein dickes Würstchen und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Mann, hör auf mich zu. Schaut mich an. Wir gehen morgen wieder um 14 Uhr beim weiteren Video und bis dahin. Tschüss, Leute. Tschüss. Geh raus aus mir. Tschüss.